Fräulein Haas, fick dich. Haas ist ein cooler Typ. Gell, Haas? Gell? Gelle? Ja, ne? Gut. Wir gehen mal wieder rein. Denn wir haben ja unten noch was zu erledigen. So, Marouk, Sels. Das wird alles da hinten irgendwie sein. Was geht hier? Der pennt ja schon wieder, der eine. Kann doch nicht sein. Pennen hier alle. Ah, da hinten. Treppen laufen ist schön, schön. Schalalalalala. So, Tür auf. Nochmal Tür auf. Na, endlich. Sind Sie der Typ von Homeland, auf den ich warten sollte? Sagen Sie, Mandela, ich habe das Memo erst gekriegt, als ich mit der Autopsie fast fertig war. Hätte ihn ja wohl kaum wieder zunähen können. Alter, was ist das für ein Schnösel? Haben Sie das Neuralhub extrahiert? Das war ziemlich knifflig. Ein paar Zentimeter tiefer und die Kugel hätte nicht nur die Pellet-Konnektoren zerstört. Ich bezweifle, dass sie was Brauchbares finden. Abgesehen von der Tatsache, dass es modifiziert wurde. Modifiziert? Womit? Mit einer Art Flüssigantrieb. Aber hey, ich habe nichts gesehen. Ultraviolett heißt Ultraviolett und ich weiß, wie empfindlich ihr Jungs seid, wenn es um Fragen der nationalen Sicherheit geht. Oh ja. Er gehört Ihnen. Das Hub ist abgeklemmt, aber noch im Schädel, wie angeordnet. Und jetzt entschuldigen Sie mich, der Papierkram wartet. Alles klar, dann geh doch mal und mach deinen Papierkram, Alter. Ugh, ekelhaft. Also, erstmal untersuchen. Hacker-Gehirnchip. Hacker-Gehirnchip. Den nehmen wir natürlich. Boss, ich habe den Neuralknoten. Er wurde anscheinend mit einer Art Flüssigantrieb modifiziert. Pritchard sollte sich das mal ansehen. Nein, bring sie nicht her. Frank ist noch nicht mit der Diagnose fertig. Und ich will erst danach riskieren, irgendwas an unser Netzwerk anzuschließen. Vor allem, wenn es um Militärtechnologie geht. Also, was soll ich jetzt tun? Bringen Sie den Knoten in Ihr Apartment. Frank wird Sie dort kontaktieren. Okay. Warum hat mein Typ jetzt die Waffen rausgepackt? Okay, das scheint die alles nicht zu bocken. Ich laufe hier mit einer Waffe im Polizeirevier rum, aber die bockt es nicht. Na gut. Ein wenig unlogisch, aber was soll man machen? So, Hallöchen, ja. Was ist denn da vorne? Ah, ich verstehe, was du meinst. So, also sehr gut, wir können hier weiter. Hey, gut, und ihr? So, auch hier können wir wieder raus, endlich. Wow, und nach gut einer Stunde haben wir es geschafft, in diesem Gebäude irgendwas erstmal reinzukommen und dann irgendwas Brauchbares zu finden. Das ist ja auch noch. So, wir schauen mal auf die Karte. Die Karte ist hier. Wo müssen wir denn lang? Hier. Das heißt, wir müssen da rechts dann lang und dann nur geradeaus, oder? Ja, okay. Yay. Wie viel Schuss haben wir eigentlich in der Pistole drin? 10 und nochmal 12. In dem. Könnten wir ja auch mal nachladen. So. Wow, du siehst aus wie eine waschechte Nutte. Oh, du kennst mich. Oh, scheiße, ich kann nicht mit ihr reden. Jensen. Meine Güte, ist lange her. Erinnern Sie sich an mich? Wir haben im alten 17. Revier zusammengearbeitet. Ach, du bist ein Bulle! Oh Mann, ich wünschte, ich könnte sagen, Sie haben sich überhaupt nicht verändert, aber das wäre Schwachsinn, oder? Flirten! Ja, so könnte man es ausdrücken. Ihr neuer Style gefällt mir. Bisschen offenherzig für meinen Geschmack, aber nicht ohne Reiz. Oh ja. Ach ja? Sie sollten sich trotzdem keine Hoffnung machen. Ich bin nämlich undercover und beobachte die Relic Robellers. Ich habe so eine Ahnung, da bahnt sich was an. Oh, cool. Warum beschleicht mich plötzlich das Gefühl, dass Sie mich dafür ins Boot holen wollen? Ach, nö. Weil Sie clever sind. Das und die Tatsache... Nun, es ist ja ziemlich offensichtlich. Aber Spaß beiseite. Sie hätten zu keinem günstigeren Zeitpunkt kommen können, Jensen. Dieser Fall... Wir treten auf der Stelle und könnten ein wenig externe Hilfe brauchen. Nö, kannst du vergessen. Reden Sie weiter. Nein. Ich bin jetzt bei der Dienstaufsicht und wir ermitteln gegen einen... Ach, verdammt. ...korrupten Cop. Jack O'Malley. Ein allglattes Arschloch. Allglatt wie die Man in Black. Oh, Man in Black. Cool. Wir wissen, er dealt mit Drogen und Waffen und er hat Kontakt zu den Gangs. Aber er ist clever. Wir
können ihm einfach nichts nachweisen. Er hat mit Sicherheit Freunde ganz weit oben. Okay, und was hat das mit mir zu tun? Sie sind ein Außenseiter. Sie können Dinge tun, die für uns verboten sind. Ich möchte, dass Sie ein paar Sachen für mich erledigen. Kannst du vergessen. Brechen Sie in sein Apartment ein. Gehen Sie ins Revier der DRBs und geben Sie sich als Auftragskiller aus. Der Typ ist kein Leichtgewicht, Jensen, sondern ein schwerer Brocken. Spielt in der ersten Liga. Mit Erstliga-Konsequenzen. Wir müssen ihn kriegen, bevor es zu spät ist. Sind Sie dabei? Nein, ich bin nicht dabei. Tut mir leid, Sander. Ich bin kein Cop mehr. Stimmt. Scheiße. Ich nehm's Ihnen nicht übel. Ich komme einfach so daher und bitte Sie, Ihr Leben und alles aufs Spiel zu setzen. Aber wie gesagt, wir treten auf der Stelle. Sie wissen, wo Sie mich finden, falls Sie Ihr Pflichtbewusstsein doch noch übermannen sollte. Nein, definitiv nicht. Oh Gott, ich verrecke hier gleich. So, geht wieder. So, dann gehen wir mal in mein Apartment rein. Und ja, dieser eine Code, den der eine Typ mir gegeben hat, weil bei dem müssen wir ja auch noch hin, der hat uns ja jetzt wirklich überhaupt nicht weitergeholfen. Meine Fresse. Und ich wusste gar nicht, dass ich ein eigenes Apartment habe. Also wenn du mich fragst, sind die Was könnte ich denn da alles machen? Wie kannst so. Du das sagen? Er hat so eine Wo sind Sie, Jensen? Ich habe nicht die ganze Nacht Zeit. Ich bin Hallo, in meinem Apartment. Ich bin jetzt fast in meinem Apartment. Sobald Sie drin sind, schließen Sie den Neuralknoten an Ihren Computer an. Ich habe eine sichere Verbindung eingerichtet und übernehme dann von hier. Sie können auf meinen privaten Computer zugreifen? Wer denken Sie, hat Ihre Sicherheitsprotokolle eingerichtet? Ich? Willkommen daheim, Mr. Jensen. Hallo! Wow! Wie cool! Awesome! Ich werde mich jetzt hier eigentlich... Wow! Standardgewehr! Kranke Scheiße! Eine wow, und ich kann den Fernseher einschalten und ausschalten! Cool! Innovativ und cool. Wow, wow, wow. Okay. Telefon klingelt. Ich kann gerade nicht, denn ich nehme gerade auf. So, und wieder auflegen. So. Gut. Tja. Jetzt habt ihr euch wirklich gefragt, hat er sich jetzt wirklich so gemeldet? Einfach so? Bei irgendeinem fremden Typen? Nee, es war nicht irgendjemand Fremdes. Das hat ja vorher schon einmal geklingelt. Deswegen weiß ich, dass jemand angerufen hat. Wahrscheinlich meine Freundin. Denn es wurde dann nach oben weiter verbunden. What the fuck? Was mache ich in dem Bad? Ich muss auf zum PC. Verdammte Scheiße. Ach nee, da war ich schon. So, verlassen. Und hier. Mal nicht hacken. Brauchen wir nicht. Richard, der Knoten ist eingelegt. Ich weiß, und jetzt seien Sie still, ich muss mich konzentrieren. Sein Namen, Richard, nicht seine gesamte genetische Vergangenheit. Das ist nicht seine DNA. Das sind die Daten, die er uns stehlen wollte, bevor er... Mein Gott, Jensen. Ihr Selbstmordhacker hat sich gar nicht umgebracht. Aber sein Gehirn war über den ganzen Boden verteilt. Nein, nein, Sie begreifen nicht. Die Flüssigantriebmodifikation in diesem Chip, sie ermöglicht es, durch ihren Besitzer zu hacken. Sie macht aus ihm buchstäblich einen menschlichen Proxy. Er hat also nicht allein gearbeitet. Jemand saß woanders und war der eigentliche Hacker. Richtig. Und wer immer das war, er hat versucht, seine Position durch die Verwendung mehrerer Satelliten zu verschleiern. Aber ich habe ihn vermutlich trotzdem aufgespürt. Auf einem verlassenen Fabrikgelände in Highland Park. Die Adresse. Mit Glück ist der Kerl, der bei unserem Terroristen die Fäden gezogen hat, immer noch da. Okay. So, Mr. Jensen, angesichts Ihrer letzten Erinnerung, den Spiegel in Ihrem Badezimmer zu ersetzen, möchte ich Sie noch einmal darauf hinweisen, dass der Spiegel nicht lieferbar ist. Es geht also nicht schneller, egal wie oft Sie sich beschweren und wo wir gerade beim Thema sind. Und ist noch immer nicht klar, wie genau Ihr Spiegel beschädigt wurde, können Sie uns eventuell weiterhelfen. Danke, Sherry der Horst. Dein Hund? Oh. Oh. Hey, neuer Zugangscode hinzugefügt. Sir, nur... Wir haben ein kleines Versteck in die Mauer integrieren lassen. Der Code ist 57.
5375, den schreibe ich mir auf. So, ein neuer Zettel. 5375. So, vielleicht kann man die auch eigentlich einfach so abchecken. Könnte man das machen? Oh, scheiße, kann man so machen. Oh, oh Mann, nee. Okay, gut. Weiß Bescheid. Adam, hier ist David. Jo? Lassen Sie mich raten. Sie schicken mich zum Highland Park. Noch nicht. Frank hat rausgefunden, warum unser Netzwerk angreifbar ist. Es gibt eine ständige Verbindung zur Derelict Row. Dem Gebiet der Straßengangs? Unser toter Freund hat sich als Augmentierungsgegner ausgegeben. Gibt's da ein besseres Versteck als bei den D-Row Ballers? Okay, bin schon unterwegs. Und Sie müssen unbedingt noch zu Dr. Markovic. Warum zu Dr. Markovic, verdammt? Wer ist Dr. Markovic? Oh, fuck. Oh, scheiße, ich hätte vielleicht kein Bier trinken sollen. Scheiße, was hat denn das? What the fuck? Aber hey, wir haben jetzt mehr Leben als vorher. So, wir gehen mal eben raus und schauen mal, wie weit weg das eine Ziel ist. Denn vorher möchte ich eigentlich doch zu der Sekundärmission. Eigentlich ist das nicht so weit weg. Aber, okay, wir müssen schauen. Die andere, die hier, die... Ach nee, die habe ich ja gemacht. Nee, doch nicht. Okay, das müssen wir dann irgendwann noch machen. Ach so, oh scheiße. Okay, dann war das gar nicht von diesem einen Typ. Ah, dann kann mir der Code natürlich nicht viel weiterhelfen. Das ist logisch. Egal, aber... Gut, dann kümmern wir uns erstmal direkt um die Hauptmission. Schauen erst nochmal, wo das auf der Karte ist. Das ist dort. Da komme ich am besten hin, wenn ich geradeaus laufe und dann links abbiege. Alles klar, weiß ich Bescheid. So, das müsste dann jetzt hier links abbiegen. So. Was fällt dir ein? Das ist DAB-Gebiet, Arschloch. Mach keinen Scheiß. Wie soll ich da bitte wieder rauskommen? Keine Sorge, Baby. Ich hol dich da raus. Hi. Bist du irre, Prostituierte? Oder was? Was geht, Süßer? Brauchst du oh, was? Oh ja. Bist du irre? Ich würde viel lieber mit dir mitkommen, als mich in der D-Row rumzutreiben. Bist du irre, oder was? Die werden dich Misch wohl kaum... Dich hier nicht rein. Schild! Wieder reinlassen. Zieh dich. Okay, hier komme ich nicht vorbei. Das ist logisch. Gut. Wie wär's mit einem Quickie? Ganz billig. Was? Du? Willst du heute Nacht ein bisschen Spaß haben, Süßer? Eine Zuckerschnitte. Hey, Schätzchen, du bist ja süß. Ja, findest du? Zeigst uns mal, was du unter deinem Mantel hast. Oh ja. Okay, aber das machen wir irgendwann mal, während ich nicht gerade aufnehme. So, wir können hier mal klettern. Ich schau mal, was das uns bringen könnte. Aber hey, ich habe endlich meine Feuertreppe gefunden. So. Und hier. Wo sind wir denn jetzt? Sind wir in dem Gebäude drin, wo wir rein wollen? Fast. Wir sind zumindest auf einem Gebäude. So. Oh Mann. So, hier rüber, darüber. So, ich hasse Jump'n'Run. Ich bin so schlecht darin. Verdammt, wo bin ich denn irgendwo gegen... Oh Mann. Gut, aber wir wurden ja... Wir haben ja im Gebäude gespeichert gehabt, das weiß ich auf jeden Fall noch. Und dann geht das ja noch. Also nicht allzu tragisch. Nicht wirklich allzu tragisch. Und ja... Gut, also hier vorbeirennen, bla 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 bla. Was kann man eigentlich damit machen? Kann man die Dinger werfen? Scheiße! Alter! Du verreckst hier ja fast! So, ah, ich bin da oben gegen gestoßen. Das heißt, wie komme ich dann da am besten hin? Probier's mal einfach so.
Nee, irgendwann springt er dann einfach nicht weiter. Er springt dann einfach nur nach unten. Gut, das war auch nichts. So, okay. Also, dieses Ding kann man mit Linksklick dann werfen. Wow. Ist ja praktisch. So. Und tschüss. Wer zum Teufel? Och Mann. Wie komme ich da vorbei? Warte mal. Ich habe 4 Betäubungsschüsse. Komm ja nicht näher auf den. Gut. Okay. So, den hätten wir. Oh. So. Holy shit, sind das viele. Okay. Wie sieht's aus mit der Pistole von Sanders? Hat die Munition? Ein Schuss. Oh, scheiße. So, der wäre auch tot. Hey, so einfach, so schwierig ist das ja gar nicht. Gut. Da dürften noch welche sein. Allerdings sind das doch eine ganze Menge. Gut. Also wir stehen hier erstmal auf dem Dach und warten. Und danach müssen wir runter und von da aus die ganzen... Alles klar. Also wir gehen da jetzt nochmal runter. Ich meine, die ganzen Typen sind ja jetzt tot. Hoffe ich zumindest. Und dass die auch tot bleiben. So. Das wäre scheiße, wenn die wieder aufstehen und als Zombies weiterlaufen. So. What the fuck? Was geht denn bei euch ab? Scheiße! Die sind hier ja überall! Verdammt! Jetzt verstehe ich, warum ich da aufpassen musste. Klar. Okay, das wäre... wird dann auch nichts. Verdammt, wie komme ich denn dann vorbei? Ich meine, ich muss da rein, aber... Das ist schwierig. Ja, und ich bin ja jetzt hier an dem Speicherpunkt schon gewesen. Einfachste wäre natürlich irgendwie von da aus. Oh, verdammt. Verdammt, nicht hier. Okay. Mann, das ist doch... Ich verstehe nicht, wie ich da rumhantieren soll. Nee, ernsthaft, wie soll das funktionieren? Ich meine, ich werde noch gesucht, das ist auf jeden Fall klar. Wo ist der Typ von da unten hin? Okay. Also da ist wirklich fast alles tot. Nur, wie komme ich da jetzt rüber? Verdammt, nicht hier. Es ist auf jeden Fall da drin. Das ist logisch. Und wir müssen da irgendwie hin. Man könnte natürlich jetzt versuchen, erstmal auch alle da auszuschalten. Damit uns da wirklich keiner verletzen kann.
Ich weiß aber leider nicht, woher die kam. Bam, 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 bam. So. Durchsuchen. Schrotpatron. Inventar hat keinen Platz mehr. Oh. Das ist natürlich klar. Ah, scheiße, was tun wir da weg? Ach, Mann. Na gut, dann nehmen wir die Waffe halt nicht mit. So, ich check mal gerade. Die haben auch Waffen. Oh ja, und...